Herzlich willkommen, meine Freunde. Und es ist Bärlauchzeit. Und aus richtig frischem Bärlauch machen wir heute ein richtig leckeres Bärlauchdip. Und da ich den frisch im Wald gepflückt habe, putze ich und wasche ich den Bärlauch natürlich ausgiebig. Als weitere Vorbereitung drücken wir eine halbe Zitrone aus. Das Schöne ist, das Bärlauchdip ist ratzfatz zubereitet. Denn jetzt können wir schon den Magerquark in die Schüssel geben. Genau den Magerquark, den ich normalerweise nicht mag. Aber hier schmeckt er einfach richtig gut. Und damit das Ganze auch schmeckt, geben wir reichlich Salz und Pfeffer hinzu. Verfeinern werden wir das Ganze auch noch mit Olivenöl, und zwar mit scharfem Peperoni-Olivenöl. Super Zutaten werden hier verwendet, zum Beispiel jetzt hier der Zitronensaft oder Honig oder auch Reissirup als Alternative zum Honig. Dann auch das Ganze mal abschmecken, hier und da vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft, Salz oder Pfeffer hinzu. Und dann wenden wir uns der Hauptzutat, dem Bärlauch, zu. Den haben wir ja vorher gewaschen und jetzt hacken wir ihn klein. Diesmal habe ich den Zeitpunkt der Ernte, der Bärlauchernte, genau getroffen. Der hat eine super Schärfe. Manche würden vielleicht den Bärlauch pürieren, aber ich hacke ihn, damit er nicht ganz so fein ist. Und ab damit in die Schüssel. Wir werden dann das Ganze schön gleichmäßig ohne Hast durchrühren. Ja, und was passt hier so richtig gut dazu? Natürlich Kartoffeln, die habe ich vorher gekocht und jetzt werden die Pellkartoffeln geschält und dann können wir das Ganze auch schon als Mahlzeit schnabulieren, genießen. Am besten wäre es natürlich, wenn die Kartoffeln noch so richtig schön heiß sind. Also mein Tipp, probiert einmal dieses Bärlauchdip. Die Schärfe und der Geschmack ist unverwechselbar gut. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.